im Ex-Partner oder in der Ex-Partnerin etwas zu sehen bzw. wahrzunehmen, was am Ende überhaupt nicht da ist, ist natürlich eine große Herausforderung. Also ihn oder sie zu idealisieren. Und meistens ist es so, dass man denkt, etwas zu sehen, was eigentlich nicht da ist. Und spätestens durch das Ergebnis wird man dann enttäuscht. Und in diesem Video soll es um genau dieses Thema gehen, gerade wenn du eine Rückeroberung möchtest und du immer nur das Gute in ihm oder ihr siehst und gleichzeitig ein Muster in dir hast, das das auch irgendwie fühlt. Du fühlst das Gute die ganze Zeit, aber dann siehst du in der Tat oder im Ergebnis, dass du da irgendwo enttäuscht wirst. Wo das herkommt, das wollen wir aufklären und was du in deiner Rückeroberung dagegen tun kannst und warum es ganz wichtig ist, dass du Idealisierungs- oder Projektionsmuster, die sowas auslösen, unbedingt auflöst und dir genau anschaust. Also, wo fange ich da am besten an? Erstmal, wenn du Probleme damit hast und gerade auch in eine Rückeroberung steckst und da nicht weiterkommst oder dass ein Teil deiner Rückeroberung ist, mach unbedingt den Test aus der Videobeschreibung, füll ihn aus, schick ihn mir zu. In der Folge bekommst du noch meine Situationseinschätzung von mir persönlich, auch unter Nennung deines Namens im Video. Und da kann ich dir nochmal viel direkter weiterhelfen als mit diesem Video, weil eben alles doch am Ende extrem situativ ist. Idealisieren. Idealisieren heißt, dass du etwas suchst, dir ersehnst und dir erhoffst, was dir etwas gibt, was du brauchst. So, du brauchst einfach dieses Ergebnis unterbewusst von deinem Ex-Partner oder deiner Ex-Partnerin, diesen bestimmten Zustand, wo er oder sie etwas für dich verkörpert, was dich dann in der Liebe erfüllt. Und wenn das nicht passiert, diese Verkörperung nicht stattfindet, kommt dann die bittere Enttäuschung. Du siehst etwas in ihm, du siehst etwas in ihr, was am Ende nicht der Wahrheit entspricht. Und das ist ein Programm bzw. ein Muster, das eigentlich nur eins vermeiden möchte, nicht geliebt zu werden. Wenn es so ist, also ich muss weiter ausholen, die ersten Erfahrungen mit Liebe machen wir immer im Elternhaus. Das heißt, die Erfahrung, die du dort gesammelt hast, irgendwann in deiner Kindheit, speichern dich ab. Und eine der wichtigsten Erfahrungen dabei, universellen Erfahrungen, ist, wenn ich nicht geliebt werde, dann ist das nicht gut für mich. Und wenn du eben in diesen jungen Jahren durch irgendwelche Umstände, vielleicht auch nur temporär, zu wenig Liebe bekommst durch verschiedene Umstände, entsteht automatisch das Programm, oh, ich bekomme zu wenig Liebe, das ist nicht gut für mich. Und in der Folge entwickelst du ein Muster, das dir unbewusst diese Liebe gibt. Wie? Indem es diese Liebe hineinprojiziert. Das bedeutet, diese Liebe wird in Bindungen immer wieder hineinprojiziert, damit du nicht diese Erfahrung machen musst, wie es ist, nicht geliebt zu werden, was ja gerade in den jungen Prägungsjahren eine sehr schmerzhafte Erfahrung ist. Und in der Folge entstehen dann Muster, die uns projizieren lassen. Das heißt, du musst den Gegenstand verstehen. Du siehst am Ende etwas, was nicht da ist, um dich davor zu schützen, dieses Gefühl, nicht geliebt zu werden, erfüllen zu müssen und durch diesen schmerzhaften Gefühlsprozess durchzugehen. Und das ist das Kernproblem. Und wenn wir das in uns tragen, dann tragen wir das ganz schnell in eine Beziehung mit rein. Das heißt, in Beziehung auf einmal verliebst du dich unglaublich schnell, weil dieses Muster aus Angst davor, dass dein Gegenüber dich nicht liebt, anfängt ganz viel Emotion rein zu projizieren, wer diese Person ist, was diese Person macht und dementsprechend halt Programme aufbaut, Idealisierungsprogramme, so nenne ich das mal, die dafür sorgen, dass du ein Idealbild von einer Person dir in deinem Kopf kreierst und aufbaust, die nicht mehr in der Lage sein kann, dieses
die wirst nicht geliebt, dich dem auszusetzen. Du siehst nicht mehr, wer dieser Mensch eigentlich ist, sondern du siehst nur noch etwas, was du brauchst, um dieses Gefühl von nicht geliebt zu werden, nicht fühlen zu müssen. Und gerade nach Trennungen werden diese Programme unglaublich stark, dass wir immer wieder Sachen sehen, die nicht da sind oder Sachen vermuten oder so dieses Gefühl haben. Wir haben richtig ein Gefühl dafür, der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin hat das nicht so gemeint. Er oder sie liebt mich noch, da bin ich mir absolut sicher. Er oder sie möchte mich noch zurück, ihm tut es auch leid, das wird alles wieder. Ich fühle das doch, ich fühle das doch ganz deutlich und ganz stark. Und dann später kommt es erneut zu Kontakt und genau das ist total widersprüchlich zu dem, was du da drin fühlst. Das ist auch der erste Test, den du machen kannst, um das zu prüfen. Ist das wieder nur eine Idealisierung da in mir oder ist das da tatsächlich etwas, was der Wahrheit entspricht? Einfach mal gegenzuprüfen, was du da in dir spürst, mit dem, was da als Resultat rauskommt, mit dem, was du im Ex-Partner oder der Ex-Partnerin siehst und mit dem, was er oder sie mit dir macht, wie er oder sie handelt. Da wirklich ganz genau hinzuschauen. Und gerade in toxischen Beziehungen, es ist meistens so, dass wir so schnell verliebt sind in diese Person, eben auch diesen manipulativen Zügen dann ausgesetzt sind, weil wir etwas sehen in dieser Person, was am Ende nicht da ist, weil wir etwas sehen müssen. Das Programm muss dieses Idealbild von diesen Menschen aufbauen, damit in unserem Kopf nicht dieser Gedanke von verletzt werden, nicht geliebt werden, aufkommen kann. Und das ist natürlich ein schmerzhaftes Szenario, weil wir erstens toxischen Beziehungen sehr leicht ausgesetzt sind, zweitens dieses Programm irgendwann ein Selbstläufer wird. Das heißt, es kann passieren, dass du dich unglaublich schnell in einen Menschen verliebst, den du gar nicht kennst, weil dieses Programm Dinge reinprojiziert, die gar nicht da sind. Und dann hast du auf einmal deinen Traumpartner direkt vor dir, auch emotional schon komplett dabei, obwohl du ihn noch nie getroffen hast oder sie noch gar nicht getroffen hast. Ich sehe das ganz oft mit Leuten, die dann sich über Chats verlieben und sowas. Das sind halt alle solche Musterbeispiele. Und in der Folge entsteht dann halt dieses ganz große Dilemma, wenn dann die Wahrheit auf einmal vor der Tür steht und wir in einer toxischen Beziehung auf einmal sind, eiskalt verlassen werden, betrogen worden, auf einmal falsch behandelt werden und so weiter. Und was halt da ganz wichtig ist, ist Stück für Stück eben zu erkennen, woher das kommt. Zu wissen, dass das vor allem zurückzuführen ist auf eine Sehnsucht. Ich sage es mal so, es ist die Sehnsucht nach der Liebe von den Eltern, von der Mutter oder von dem Vater. Zum Beispiel, wenn du Sehnsucht eigentlich in dir trägst nach der Liebe von deiner Mutter, weil da vielleicht in frühen Bindungserfahrungen zu wenig gekommen ist, dann kann es ganz schnell passieren, dass du diese Sehnsucht stillst in Beziehungen und in Bindungserfahrung, indem eben genau dieses Idealbild projiziert wird. Und das hat dann halt wirklich fatale Folgen. Oder eben, dass du Sehnsucht nach der Liebe vom Vater hast und dann in die toxischsten Menschen, die man sich vorstellen kann, dieses Idealbild rein projizierst, auch mit fatalen Folgen. Also nicht immer, aber es kann eben passieren, dass du da sehr verletzt wirst. Und was für dich ganz wichtig ist, ist erst einmal klar zu erkennen, okay, das ist ein Muster. Das, was ich hier denke, was Liebe ist, was ich denke, was ich da sehe, das ist erstmal ein Muster. Du musst Stück für Stück durch Achtsamkeit diesem Muster auf die Schliche kommen. Wie ein Detektiv, so viel reflektieren, das hilft dabei. Und was mir sehr geholfen hat, ist einfach nur das Bewusstwerden darüber, dass es ein Muster ist. Gerade bei meinen Coachings sehe ich, dass das wirklich den stärksten Impact hat. Je mehr sich die Leute bewusst geworden sind, okay, das hier ist einfach nur ein Muster in meinem Kopf, das bin gar nicht so sehr ich, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Dann auf einmal wurde diese Gleise gelegt für Veränderung. Und ansonsten, was auch sehr helfen kann, ist nochmal ins Gespräch zu gehen mit den eigenen Eltern, wenn man dieses Muster ganz stark hat. Und ganz wichtig, wenn du in deiner Rückeroberung in genau so einem Prozess bist, dieses Thema als eins deiner Hauptthemen
im Sinne deiner gesamten Rückeroberung wirklich anzunehmen, dir anzuschauen und in die Veränderung zu bringen. Also sich wirklich bewusst machen, dass dieses Thema für deinen Rückeroberungsprozess ganz wichtig ist. Weil auf diese Weise kannst du halt umgehen, dass du Sachen projizierst und siehst, die am Ende dir nichts Gutes tun. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist auch mit sehr viel Selbstannahme und Selbstliebe diese Muster anzunehmen. Also wenn du das in dir spürst und du merkst, es geht wieder los und du spürst wieder, oh, ich sehe da wieder etwas, was nicht der Wahrheit entspricht, es nicht zu verurteilen oder wegzudrücken, sondern einfach zuzulassen, anzunehmen, aber diese Liebe, die du dir ersehnst, nicht mehr zu kompensieren mit dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin, sondern dir selbst zu geben. Du musst dir sozusagen eine Quelle für diese Liebe aufbauen im Innersten, die nicht mehr von außen bestimmt wird, sondern von innen geführt wird, aus dir heraus. Und wenn du da tatsächlich das kultivierst in deinem Alltag, okay, ich sehne mich nach dieser Liebe, ich sehne mich danach, das ist aber nicht die Liebe, die ich vom Ex-Partner, der Ex-Partnerin brauche, aber ich brauche diese Liebe, das spüre ich doch, aber nicht von ihm oder ihr, die muss ich mir selber geben. Und dann fängst du an, in diesem Prozess der Wahrnehmung sie dir wirklich auch selbst zu geben, ja, sozusagen sie, ich nenne es mal, umzulenken. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, um es mal so auszudrücken. Du gibst sie dir dann selbst, diese Liebe, und das kultivierst du und machst du ganz oft. Du spürst richtig, was für eine Art von Liebe das ist, die du dir vom Ex-Partner oder der Ex-Partnerin wünschst und gibst sie bewusst dir selber. Sobald du das kultivierst und regelmäßig machst, wirst du ganz schnell spüren, dass es dir in diesem Prozess auf einmal immer besser geht, dass du immer befreiter bist und vor allem, dass du viel mehr in der Lage bist, die Wahrheit zu sehen und klar zu sehen und zu erkennen, wer er oder sie wirklich ist und dort für deine Rückeroberung anzusetzen. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, was mir da sehr gut, also was sich jetzt sehr, sehr gut erwiesen hat, sage ich mal, in den Coachings, die ich jetzt mitgebe, ist, dass man sich die Liebe ganz deutlich vorstellt, die man sich vom Ex-Partner oder der Ex-Partnerin ersehnt, die aber gleichzeitig auch wieder so idealisierend und überliebend ist, die wieder sieht, was nicht da ist, die dieses Gefühl von Wärme, oh ja, das liebt mich noch frisch nach einer Trennung, zum Beispiel dieses Gefühl von, dass dir irgendwas vorgaukelt, dass du das nimmst und versuchst richtig reinzufühlen, was ist denn dahinter, was ich da brauche? Was gibt mir denn dieses Programm gerade, was mir die Situation nicht gibt? Wo versucht dieses Programm gerade Schmerzen abzufedern und so weiter? Und dann identifizierst du das und dann gibst du dir diese Liebe selbst, ja, in deinem Innersten. Du gibst dir diese Liebe aus dir selbst heraus. Du bist die Quelle dieser Liebe, nichts mehr im Außen. Und wenn du das auf jedweder Art, da hat jeder seinen eigenen Weg, kultivierst, wirst du Stück für Stück merken, dass sich diese Programme immer weiter reduzieren in deinem Leben. Es wird immer weniger sein, es wird dir immer besser gehen und du wirst immer mehr die Wahrheit mit Klarheit sehen können. Und aus dieser Entwicklung heraus in die Rückeroberung zu gehen, bietet dir viel, viel bessere Chancen, auch weil du eben nicht mehr in diesem Muster bist, dass du ihn oder sie auf ein Podest stellst, Dinge siehst oder reininterpretierst, die einfach gar nicht der Wahrheit entsprechen und so weiter. Und du bist einfach mit dir selbst auf eine ganz andere Art und Weise in dieser Beziehung, in Verbindung mit deinem Gegenüber, nämlich viel mehr bei dir aus deiner Mitte heraus und aus deinem authentischen Ich, das nicht idealisiert und irgendetwas sieht, was nicht da ist. Und die Verletzungen sind auch gar nicht mehr da, weil du rational ganz anders erfasst und aufnimmst, weil dieser Filter weg ist, dieser Schutzfilter. Ja. Und natürlich wird auch der Ex-Partner, die Ex-Partnerin nicht erdrückt. Das ist auch ein ganz großes Phänomen, dass viele, die eben idealisieren und projizieren,
den Ex-Partner, die Ex-Partnerin meistens sehr erdrücken, einengen mit dieser Liebe und viel zu viel geben, riesige Geschenke machen und sich voll aufgeben. Und dann geht's los mit Seelenpartnerschaften und Liebe des Lebens und heiraten, aber am Ende kommt es dann doch zur Trennung, weil eben etwas gesehen wird, was nicht da ist. So, genau. Ganz wichtig, wenn du zu deiner Ex-Zurücksituation Hilfe brauchst, mach den Test unterhalb von diesem Video, der wird dir sehr weiterhelfen. Da kann ich deine Situation persönlich nochmal einschätzen, gerade wenn du mit solchen Idealisierungen in deiner Rückeroberung Probleme hast, kann ich dir nochmal gutes Feedback zu geben. Unabhängig davon würde ich mich auch freuen, wenn du ein Abo da lässt oder ein Like da lässt. Und genau, in diesem Sinne dann bis zum nächsten Video. Ciao.